einem bildungspolitischen Thema. Es ist schon lange bekannt, dass viele Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Da gibt es unterschiedliche Daten dazu. Die Kultusministerkonferenz schätzt, dass bis 2025 rund 25.000 Lehrkräfte fehlen. Der Bildungsforscher Klaus Klemm geht sogar von 40.000 fehlenden Lehrerinnen und Lehrern bis zu diesem Jahr aus, wird dort auch von renommierten Instituten wie zum Beispiel dem Institut der deutschen Wirtschaft unterstützt. Und nun ist die Frage, wie das angegangen werden kann. Und die Linksfraktion fordert hier in zwei Anträgen Maßnahmen. Allerdings wird als erstes die FDP dazu sprechen, zu diesem Thema in Persona von Friedhelm Buginski. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz klar ist für mich bei diesem Antrag, Bildung muss völlig neu gedacht werden. Die bundesweiten Bildungsproteste verdeutlichen, wir brauchen einen neuerlichen und einen kontinuierlichen Diskurs unter allen Teilnehmern des Bildungswesens unter dem Motto Bildung neu denken. Es muss hierbei darum gehen, wie Bildung und Weiterbildung im 21. Jahrhundert unter Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen, Zivilgesellschaft und Forschungseinrichtungen fortentwickelt werden können. Einfach einmal 100 Milliarden Euro in die Bildung hineingeben oder zu fordern, ist schön und gut, aber zuvor muss doch geklärt werden, was ist Bildung heute? Wie verändern gesellschaftliche und vor allem technische Innovationen unsere Bildung? Wie sollen unsere Bildungseinrichtungen aussehen? Welche Inhalte sollen wie in Zukunft noch vermittelt werden? Aber vor allem, wer trägt die operative Verantwortung dafür bzw. wofür? Für uns in der Politik ist das ein täglicher Krampf, nicht Kampf, Krampf zwischen Ländern, Kommunen und der Forderung nach mehr Bundesmitteln. Und das ist auch für mich eine Frage nach den Freiheitsgraden. Nur freie, starke Bildungseinrichtungen, die ein eigenes Profil entwickeln können, also selber definieren, was sie sein möchten, worauf sich Lehrer, Lernende und deren Umfeld und Leitung verständigen, werden schnell genug auf aktuelle Herausforderungen reagieren können. Dies gilt nicht nur für Schulen. Ich halte es für wichtig, den Umfang staatlicher Vorgaben deutlich zurückzunehmen. Ich könnte auch Bürokratieabbau sagen. Wir dürfen auch nicht die Debatte um die Zukunft der Bildung entlang der Bildungskette verkürzen und dabei die berufliche Bildung vergessen. Aber auch Weiterbildung und lebenslanges Lernen werden angesichts immer kürzerer technischer Innovationszyklen und zunehmender Wissensmengen relevanter. Wir diskutieren überhaupt nicht darüber, wie Lernen systematisch lebenslang stattfinden kann. Und auch das fehlt mir beim Antrag der Linken. Mit dem Start-Chancen-Programm investieren wir jetzt allein 10 Milliarden Euro in Brennpunktschulen und schaffen damit den Einstieg in die bedarfsdifferenzierte Bildungsfinanzierung. Ein strategischer Erfolg und Paradigmenwechsel, wie Bildungsexperten grundsätzlich bescheinigen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass nur mehr Freiheit und das Aufbrechen derzeitiger Konventionen und struktureller Selbstverständlichkeit den Schub bringen werden, beziehungsweise den wir brauchen. Nur eine Grundgesetzreform über die Verteilung und Neuordnung der Kompetenzen im Bildungsbereich wird uns fit für die Zukunft machen. Wir müssen zeitnah die Debatte führen und abschließen, ob die Bundesländer mit ihrer Kleinstaaterei den Anforderungen des europäischen Bildungsmarktes noch gerecht werden oder ob wir einen weiterreichenden Schritt machen müssen, bei dem der Bund mehr Verantwortung übernimmt. Und erst dann stellt sich für mich die Frage nach den 100 Milliarden Euro Bundesmittel. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Staffler, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen gut eine Woche vor zwei wichtigen Landtagswahlen. Die Linke kommt um die Ecke mit Anträgen zum Thema Schulpolitik. Eigentlich, das wissen wir alle, ein Thema der Länder. Man müsste es eigentlich als reines Wahlkampfgetöse abtun, was Sie hier vorlegen. Das ist aber schade. Das ist schade, weil es dem Thema nicht gerecht wird. Die Herausforderungen sind für die Schulen, fürs Lernen an sich, für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrer, für die Kommunen, für alle Akteure, die irgendwo in der Bildung sich verorten, immens groß. Und trotzdem oder
vielleicht auch gerade deshalb, kann die Lösung halt eben nicht sein, dass der Bund jetzt alles übernehmen soll. Durch die Änderung der Zuständigkeit allein wird es nämlich im Endergebnis auch nicht besser. Die Lösung sind aber auch nicht viele Einzelmaßnahmen. Digitalpakt 2.0, qualitätsoffensive Lehrerbildung, da ließen sich viele nennen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das sind alles richtige Maßnahmen. Das sind auch wichtige Maßnahmen. Und es ist sträflich, sträflich aus meiner Sicht, dass die Koalition die Gelder dafür nicht jetzt, also viel zu spät oder überhaupt nicht bereitstellt, streicht. Und es ist sträflich, dass die Koalition kein Geld übrig hat für solche Themen wie den Digitalpakt, wie die qualitätsoffensive Lehrerbildung. Sträflich, weil wir das Geld dringend bräuchten. Aber, und das will ich zur Ehrlichkeit auch sagen, mit Einzelmaßnahmen allein werden wir die Schule der Zukunft halt auch nicht aufbauen können. Was wir vielmehr brauchen, ist eine breite Diskussion darüber, wie so eine Schule der Zukunft im Ergebnis überhaupt aussehen kann und wie wir dahin mit gemeinsamer Anstrengung kommen wollen. Und der Bildungsgipfel des letzten Jahres hätte der Beginn dieser Debatte sein können, er hätte es sein müssen. Am Ende war es aber dann nichts anderes als ein Desaster ohne ein einziges konkretes Ergebnis. Und gerade der Bildungsgipfel wäre die Chance gewesen, dass wir mal darüber nachdenken, wie wir künftig gemeinsam neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern auch finden können, mit der ganz klaren Prämisse, dass wir die Zukunft unserer Kinder ganz oben auf die Prioritätenliste setzen. Das ist leider nicht passiert. Für mich ist klar, dass wir unser Bildungssystem weiterentwickeln müssen. Und zwar so, dass es in die heutige Zeit passt. Dieser ganze Unmut, den wir draußen spüren, und jeder von uns spürt es ja in der Debatte, rührt doch hauptsächlich davon, dass die Menschen merken, wie rasant schnell sich unsere Arbeitswelt verändert, wie rasant schnell sich auch die Anforderungen auf die nächsten Generationen ändern und dass die Schule am Ende dann doch immer noch so ist, wie wir es aus unserer eigenen Schulzeit kennen. Und da reicht es halt nicht, wenn irgendwie ein Whiteboard an der Wand hängt und ein paar iPads auf den Tischen rumliegen. Deswegen, die Herausforderungen sind enorm. Und wenn wir wirklich die Zukunft unserer Kinder in den Fokus rücken wollen, dann lassen Sie uns doch die Debatte um die Schule der Zukunft führen, gemeinsam, und überlegen, wie wir gemeinsam mit allen Anstrengungen zu diesem Ziel der guten Schule für die Zukunft kommen. Vielen Dank, Frau Kollegin Staffler. Das war jetzt ein Dankeschön und auch ein Hinweis von Wolfgang Kubicki, dass die Redezeit zu Ende ist. Katrin Schau spricht als nächstes für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Kein Unternehmen würde so um Fachkräfte werben. Wir liegen am Boden, die Arbeitsbedingungen und dein Arbeitsort sind so schlecht, dass du deinen Job nicht gut ausführen kannst. Es gibt keine Zuversicht, aber bitte fang trotzdem bei uns an. Um Lehrkräfte zu gewinnen, sind die Länder mit bundesweiten Kampagnen unterwegs. Und sie geben sich damit viel Mühe. Und ich will sagen, eben weil wir als Bund nicht dafür zuständig sind und damit auch nicht die Last der Verantwortung tragen, ob die Schulen am Ende genügend pädagogisches Personal gewinnen können, sollten wir eine Debatte so führen, dass Menschen weiterhin Lust auf den Lehrerberuf haben. Liebe geschätzte Kollegin Gohlke, ich will im Folgenden nicht über die angezeigten Probleme hinweggehen. Das tun wir hier im Übrigen nie. Wir haben die Ergebnisse und die Handlungsempfehlung des 9. Nationalen Bildungsberichts hier im Parlament beraten. Und wir wissen, dass der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern eine der zentralen Herausforderungen für das Bildungssystem in den kommenden Jahren ist. Ich frage mich jedoch wirklich, ob es ratsam ist, die Schule andauernd mit einem Katastrophengebiet zu vergleichen. Ich weiß, Sie tun das vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, schulische Bildung ist in Deutschland bezogen auf die einzelnen Landeshaushalte nicht ausreichend finanziert. Das sehe ich auch so. Deshalb werbe ich auch für die Vermögensabgabe, weil wir eine kontinuierliche Finanzierung von Personal, Ausstattung und Schulbau in den Ländern brauchen. Wir können aber keine Debatte führen und so tun, als wenn gar nichts geht. Das stimmt zum einen nicht und es hilft nicht, für diesen schönen Beruf zu werben. Ich halte es vor allem nicht für hilfreich, wenn die Umsetzung des politischen Wunsches Teil der Lösung in einem Antrag ist. Sie fordern in Ihrem Antrag eine Änderung des Grundgesetzes, um das Kooperationsverbot aufzuheben. Sie fordern die Bundesregierung auf, koordinierend einzugreifen, weil die Länder angeblich versagen.
Aber so einfach können wir uns das nicht machen. Erstens gibt es derzeit keine politischen Mehrheiten für eine Grundgesetzänderung. Und zweitens können wir nicht, weil erstens nicht geht, deshalb die Hände in den Schoß legen. Nein, wir können und sollten die von den Ländern vorgeschlagenen Maßnahmen in den Blick nehmen. Und ja, das ist aufwendig, weil wir beachten müssen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen in der Regel nicht für alle Verhältnisse passend sind, weil wir es mit verschiedenen Schularten, Bildungsgängen, regionalen Unterschieden oder Schulen mit besonderen pädagogischen Anforderungen zu tun haben. Und die Länder können es sich gar nicht leisten zu versagen. Sie haben gemeinsame Maßnahmen angekündigt, um auf den bundesweiten Lehrkräftemangel zu reagieren. Darüber hinaus arbeitet die Ständige Wissenschaftliche Kommission im Auftrag der KMK an einem umfangreichen Gutachten zur Lehrkräftebildung und Gewinnung. Spätestens Anfang 2024 soll es vorliegen. Die Länder haben jedenfalls sehr deutlich ihre eigene Zuständigkeit sowohl verfassungsrechtlich, fachlich als auch finanziell betont. Zurück zur Frage der Bildungsfinanzen. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Länder, wenn sie zu der gemeinsamen Einschätzung gelangen sollten, Stichwort Bundesratsinitiative, nicht über ausreichend finanzielle und Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, das auch anzeigen werden. Warum ist das wichtig? Wir sehen, dass Schulpolitik und Verwaltung jetzt kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen auf den Weg bringen müssen. Das entlastet jedoch nicht davon, längerfristige Strategien für Reformen des Berufs und der Lehrkräftebildung vor dem Hintergrund notwendiger Schulreformen zu entwickeln. Denn eigentlich müsste zuerst klar sein, welche Schule man will. Danach müsste sich die Ausbildung ausrichten. Dafür braucht es jedoch politischen Spielraum und eine stabile Öffentlichkeit. Allein die Debatte über das Modell, das die Lehrkräftearbeitszeit in Deutschland regelt, zeigt, wie weit Positionen auseinanderliegen. Da muss man schon mutig sein, als Land allein loszulehnen. Wir sind auf Bundesebene mit dem Startchancenprogramm mutig. Warum sage ich das? Wir fordern die Länder auf, zeitnah dem Ergebnis der gemeinsamen Verhandlungsgruppe des BMBF und der Länder zuzustimmen. Denn Teil dessen ist auch das ambitionierte Programmziel. Bis zum Ende der Programmlaufzeit soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, an den Startchancenschulen halbiert werden. Das ist neu, dass es derart konkret wird. Das muss es auch. Das zeigen die aktuellen nationalen und internationalen Bildungsstudien. Um das Programmziel zu schaffen, zeichnen sich die Startchancenschulen in besonderer Weise durch folgende Merkmale aus. Die sind nicht überall Standard in Deutschlands Schulen. Das meint unter anderem das Bekenntnis zu datengestützter, problembewusster und lösungsorientierter Schul- und Unterrichtsentwicklung, individueller Diagnostik und adaptiver Förderung. Das meint, dass Lehrkräfte sich zu Fortbildung verpflichten und professionelle Lerngemeinschaften gründen. Das heißt auch, dass Schulleitungen gestärkt werden. Ja, die Selbstständigkeit der einzelnen Schule soll ausgebaut und die Entscheidungsräume der Einzelschule sollen erweitert werden. Um das zu ermöglichen, gibt es das sogenannte Chancenbudget. Es braucht eine kontinuierliche und ausreichende Finanzierung von schulischer Bildung. Da sind wir noch nicht am Ziel. Bislang wurde das Instrument des Sondervermögens genutzt und deshalb finde ich eine Debatte dazu auch nicht abwegig. Was regeln wir derzeit bereits unter anderem auf diesem Weg? Zur Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung wurde ein Sondervermögen eingerichtet. Wir regeln den Digitalpakt Schule. Ebenso die Sanierung, Umbau, Erweiterung von Schulgebäuden. Der Haushaltsausschuss hat jedoch klargemacht, dass ein Sondervermögen derzeit in dieser Höhe nicht finanzierbar ist. Wenn überhaupt, bräuchte es hier eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Nicht alle wollen weitere Schulden aufnehmen. Es geht auch um die Frage der beschränkten Steuerungs- und Kontrollrechte im Unterschied zum Sondervermögen, das nur für die Aufgaben des Bundes möglich ist, wie zum Beispiel beim Sondervermögen für die Bundeswehr. Wir lehnen aus diesen Gründen beide Anträge ab, sind uns aber im Ziel einig, mehr Geld für die Bildung. Mehrheiten für mehr Geld für die Bildung in diesem Land auf die Beine zu stellen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und nächster Redner ist Götz Frömming. Er ist Mitglied der AfD-Fraktion und sitzt auch im Bildungs- und Forschungsausschuss. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kollegin Schau. Noch beschäftigt. Ich musste eben zweimal zur Anzeigentafel gucken, für welche Fraktion Sie sprechen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen die Bildung finanzieren über eine Vermögensabgabe, also den vermeintlich Reichen in die Tasche greifen, um die Schulen auskömmlich zu finanzieren. Ich glaube, die Linke ist doch erst noch dran nach Ihnen, aber jetzt haben Sie das schon gefordert. Meine Damen und Herren, Vermögensabgabe ist das Falsche. Sie müssten nur mal die Prioritäten richtig setzen. Und
Und darf ich Sie daran erinnern, es war Ihr Kanzler, der hier in diesem Hohen Hause praktisch über Nacht 100 Milliarden aus dem Hut gezaubert hat für Waffen. Warum können wir denn nicht für Bildung auch mal ein paar Milliarden aus dem Hut zaubern, meine Damen und Herren? Und ich will Ihnen noch was sagen. Wenn Sie mal rausgucken in dieses Land, werden gerade in Rekordzeit teilweise sogar auf dem Gelände von Schulen, in den Hinterhöfen, Vorhöfen, überall in Parks, werden in Windeseile Heime für Migranten aus dem Boden gestampft. Warum war es all die Jahre nicht möglich, in unsere Schulen zu investieren? Wir haben einen Rückstau von 40 Milliarden, was die Schulsanierung anbelangt. Und das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Und man muss sich schon fragen, angesichts dieser Zahlenverhältnisse, das sehen die Bürger ja draußen, muss man sich schon fragen, was sind ihnen unsere Kinder eigentlich wert? Ja, sie reden und reden. Auch der Kollege von der FDP hat gesagt, na ja, bevor wir hier Geld in die Hand nehmen, müssen wir erst mal darüber reden, was Bildung denn überhaupt ist und wie wir das alles machen. Meine Damen und Herren, wir haben schon lange genug und viel genug geredet. Wir müssen endlich handeln und die Probleme vor Ort lösen. Und so komme ich jetzt auch mal zu dem Vorschlag der Linken. Die haben ja dankenswerterweise hier tatsächlich ein Problem adressiert, das wirklich auch besteht. Nur die Lösungskonzepte, die Sie vorschlagen, die sind natürlich dann bei der näheren Betrachtung schon wieder problematisch. Und es wundert mich auch nicht, sehr geehrte Frau Gohlke, dass Sie leider nicht wollten, dass man unsere Anträge, die ja gut gepasst hätten dazu, da ist sogar Schulen am Limit, nicht Bildung am Limit, Sie wollten nicht, dass wir die dazu stellen. Wundert mich nicht, dass Sie hier den direkten Vergleich scheuen. Sie fordern Gender und Ganztag. Sie schicken die Schüler alle miteinander, gerne auch mal während der Unterrichtszeit, das finden die Grünen natürlich ganz toll, zur Klimademo oder zur Demo Kampf gegen Rechts oder für mehr Demokratie, wie das dann immer als Scheinetikett genannt wird, gerne während der Unterrichtszeit. Sie wollen Noten abschaffen, möglichst bis zur 8. Klasse. Sie wollen das Bildungsniveau absenken. Sie haben ein Problem mit Leistung und Wettbewerb, siehe Bundesjugendspiele und so weiter und so fort. Wir hingegen fordern endlich wieder eine Konzentration auf das Kerngeschäft, bevor Sie all diesen Quatsch veranstalten. Sorgen Sie doch bitte dafür, dass unsere Kinder wieder lesen, schreiben und rechnen lernen. Und dazu gehört natürlich auch die Wiederherstellung der Autorität der Lehrer und der Disziplin an unseren Schulen. Beides für Sie natürlich Reiz- und Fremdwörter. Das ist schade und ein Teil des Problems. In der Tat, meine Damen und Herren, der Lehrermangel ist dramatisch. Es fehlen rund 50.000 Lehrer. In Berlin sind inzwischen 2/3 aller neu eingestellten Lehrer gar nicht mehr vom Fach. Sie haben keinen Abschluss, der adäquat wäre und so weiter. Das Problem wird verschärft natürlich durch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Über 200.000 sind gekommen. Und natürlich auch durch ihre ungesteuerte, ungeregelte Migration. Diese Kinder sind schulpflichtig und sie tun so, als könnte man sie einfach mal so in die Regelklassen mit hineinquetschen. Wer für offene Grenzen hier plädiert, der muss auch sagen, wie das funktionieren kann, ohne dass es auf Kosten unserer Kinder geht. Was Sie hier machen, ist furchtbar und schrecklich. Sie versündigen sich an unseren Kindern. Sie haben das Problem erst entstehen lassen, und wir müssen dringend anfangen, es zu lösen. Wir brauchen Remigration, wir brauchen mehr Lehrer, das ist richtig. Aber mit Ihnen wird das alles nichts werden. Das ist schade. Danke. Sagt Götz Frömming für die AfD-Fraktion. Für die Grünen spricht nun Nina Stahr. Sie ist Sprecherin für Bildung und Forschung der Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Gäste! Zielgerichtete Ausgaben in Bildung sind eine direkte Investition in die Zukunft. Nicht nur in die individuelle Teilhabe unserer Kinder, sondern auch in die Fachkräfte von morgen und damit eine direkte Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Wichtig ist aber, wie bei allen Investitionen, dass sie klug getätigt wird. Wir müssen die Mittel da einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, anstatt mit der Gießkanne Geld vom Bund in die Länder zu verteilen. Und ein einmaliges Sondervermögen, wie es die Linke hier fordert, wird die Probleme unseres Bildungssystems eben nicht lösen. Die Zustände in den Schulen, Unterrichtsausfall wegen Lehrkräftemangel, hohe Krankheitsquoten wegen der Überlastung der Lehrkräfte, all das lässt sich nicht durch ein Sondervermögen beheben. Dafür braucht es strukturelle Änderungen und endlich eine Priorität auf Bildung, auch in den Landeshaushalten, die hier immer noch vorrangig zuständig sind.
zu dieser Zuständigkeitsfrage. Ich habe ja durchaus persönlich Sympathien für Ihren Vorschlag einer Grundgesetzänderung. Aber da müssen Sie doch wenigstens so ein bisschen der Realität ins Auge sehen. Und denn Sie wissen genau, die verfassungsändernde Mehrheit dafür gibt es aktuell weder im Bundestag noch im Bundesrat. Und auch die Länder, in denen Sie damit regieren, würden niemals dabei mitmachen. Insofern vielleicht ein bisschen den Ball flach halten, etwas mehr Realpolitik für die Menschen im Land. Und das tun wir als Ampeln und nutzen eben die bestehenden Möglichkeiten, mit denen der Bund die Länder unterstützen kann. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz, dem Ganztagesausbau, dem Digitalpakt, den Kompetenzzentren für digitalen Unterricht und natürlich mit dem Startchancenprogramm. 20 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre hinweg. Das ist das größte Bund-Länder-Programm für Schulen in benachteiligten Quartieren, das es jemals gab. Und mit dem Einstieg in eine Mittelverteilung nach sozialen Kriterien, weg vom Königsteiner Schlüssel, schaffen wir endlich einen echten Paradigmenwechsel. Das Geld kommt in den Schulen an, in denen es am dringendsten gebraucht wird. Und ja, wir müssen das Engagement des Bundes bei Bildung auch darüber hinaus erhöhen, damit beispielsweise der Digitalpakt 2.0 und die BAföG-Strukturreform auch im Haushalt abgesichert werden können. Und das ist im aktuellen Sparhaushalt nicht einfach. Aber statt nur eines Sondervermögens müssen wir doch auch strukturell ran an die Einnahmenseite. Klimaschädliche Subventionen, immerhin 60 Milliarden Euro im Jahr, die gehören endlich abgebaut, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Am Ende müssen wir uns hier die Frage beantworten, was ist uns wichtiger? Geld für Bildung, Geld fürs Dienstwagenprivileg? Wir als Grüne sind uns sehr sicher, wo wir da stehen, und ich hoffe, viele stehen da mit uns. Vielen Dank. Eine Problematik, wenn es um Bildung geht, ist ja das Kooperationsverbot. Bildung ist Ländersache. Das bedeutet, der Bund kann da gar nicht so viel machen. Da gab es auch schon aus den Bundesländern Stimmen, dieses Kooperationsverbot zu kippen. Und auch die Linke fordert das in ihrem Antrag. Für die Linke spricht nun Nicole Gulke. Daseinsvorsorge. Aber unser Bildungssystem leistet all das nicht mehr. Es ist zu einem System von Ungleichheit, zu einer Ursache für die Spaltung der Gesellschaft und zu einer Quelle von Frust für alle Beteiligten geworden. Der Fachkräftemangel ist auf schwindelerregenden Höhen angekommen. Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher kämpfen mit Burnout und verlassen sogar den Beruf. Einrichtungen schließen, der Unterricht wird verkürzt oder fällt ganz aus. Hunderttausende junge Leute stranden ohne irgendeinen Berufsabschluss. Und die Schulen und Hochschulen fliegen auseinander. 47 Milliarden Euro bräuchte es, um die maroden Schulgebäude zu modernisieren. 60 Milliarden müsste man in die Hand nehmen, um die Hochschulen auf Vordermann zu bringen. Und knapp 12 Milliarden Euro fehlen bei den Kitas. Kolleginnen und Kollegen, die Zahlen und Fakten schreien nach einem beherzten Handeln. Das 100. kleinteilige Spezialprogramm reicht angesichts dieser Dimensionen an Notstand nicht mehr aus. Und das Nebeneinanderher von Bund, Ländern und Kommunen ist im Ernst der Lage nicht mehr angemessen. Die Linke schlägt Ihnen heute zwei Maßnahmen vor, die den Bund in der Bildungspolitik mehr in die Verantwortung nehmen und die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen befördern. Erstens ein Programm für mehr Lehrkräfte und für mehr Erzieherinnen und Erzieher, weil wir dafür sorgen müssen, dass der Mangel in den nächsten Jahren nicht noch schlimmer wird, dass wir rauskommen aus der Abwärtsspirale, wo irgendwann niemand mehr diesen wichtigen Job noch machen möchte. Und zweitens, wir beantragen ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bildung, um unsere Kitas, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen modern, digital, barrierefrei und klimaneutral zu machen. Beim 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr haben Sie gezeigt, was möglich ist, wenn es politisch gewollt ist. Es hat damals nur wenige Tage gebraucht. Da hatten Sie mit den Ländern die notwendigen Gespräche geführt, da hatten Sie das Grundgesetz geändert und stellen jetzt Milliarden für Bundeswehr und Rüstung bereit. Kolleginnen und Kollegen, ich finde demgegenüber den Umgang mit der Bildung, mit der Zukunft unserer Gesellschaft völlig unangemessen.
Herr Lindner hat damals argumentiert, es bräuchte ein Sondervermögen Bundeswehr, weil, ich zitiere, weil man eine mindestens 15 Jahre dauernde Vernachlässigung nicht von jetzt auf gleich im laufenden Haushalt korrigieren kann. Zitat Ende. Kolleginnen und Kollegen, in der Bildung reden wir von Jahrzehnten der Vernachlässigung unserer Infrastruktur. Wir stehen in der Bildungspolitik vor einer Zeitenwende. Wenn wir jetzt nicht handeln, wachen wir in einem Zweiklassensystem auf, die Armen auf den unterfinanzierten öffentlichen Schulen, während die, die es sich irgendwie leisten können, ihre Kinder auf private Schulen und zur Nachhilfe schicken. Kolleginnen und Kollegen, wir stehen jetzt in der Verantwortung für die Perspektiven der jungen Generation, für die Zukunft als demokratische Gesellschaft. Wahlkampfversprechungen für gute Bildung wurden genug gemacht. Es ist Zeit zu handeln. Bitte stimmen Sie unseren Anträgen heute zu. Vielen Dank, Frau Kollegin Gurke. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Peter Heidt, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Gurke, Sie müssen doch die Realität einfach ins Auge nehmen. Wir haben in dem Bereich keine Mehrheit für eine Grundgesetzänderung. Das haben Ihnen verschiedene Kolleginnen und Kollegen schon gesagt. Und einfach das nur zu fordern, ist so, wie ich wünsche mir, dass die Sonne scheint. Das ist unrealistisch. Und das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Wir machen Realpolitik. Und das, was wir jetzt tun mit dem Staatschancenprogramm, ist ein Paradigmenwechsel. Das sind 4.000 Schulen, rechnen sollte man schon können. Es ist der Punkt der, dass wir es geschafft haben, endlich nach ganz 10 Verhandlungen mit den unionsgeführten Ländern hier einen Paradigmenwechsel zu erreichen. Und wir werden mit diesem Programm endlich explizit Schulen mit einem hohen Anteil schwacher und bildungsferner Schülerinnen und Schüler mit Investitionen in Infrastruktur, die Bereitstellung von freien Mitteln für die Schulen und der Einstellung von Schulsozialarbeitern unterstützen. Das ist gut so, denn wir können es uns nicht leisten, Schülerinnen und Schüler zurückzulassen. Jetzt sind die Länder auch gefragt, endlich ihren Part zu erfüllen, denn ohne die Länder können wir das nun mal nicht regeln. Es ist Fakt, dass für die Bildung, gerade im Schulbereich, eben die Länder zuständig sind und die Kommunen. Und da sage ich auch ganz deutlich, das CDU-geführte Hessen ist ja ein Paradebeispiel für eine gescheiterte Bildungspolitik der Länder. Auf der einen Seite werden sinnvolle Maßnahmen des Bundes torpediert, und ich verweise auf die langwierigen Verhandlungen beim Staatschancenprogramm. Auf der anderen Seite investiert Hessen zu wenig für die Bildung. Ganz aktuell kann man das sehen an dem INSM-Bildungsmonitor 2023. Wird das schlecht positionierte Hessen noch mal um einen Platz nach hinten bewegt. Insofern macht das deutlich, wo die Hausaufgaben zu machen sind. Es ist jetzt eben Aufgabe der Länder, dafür zu sorgen, dass Schulen zu Lernorten werden, an denen junge Menschen gerne ihre Zeit verbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Übrigen bin ich der Auffassung, dass Julian Assange sofort aus der Haft entlassen werden müsste. Vielen Dank. Nun denn, nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion ist die Kollegin Dr. Inge Grässle. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich möchte mich auch an alle die Menschen wenden, die uns zuschauen. Ich weiß, es sind einige. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Bisher hat es der Linken jedenfalls mit ihrem Antrag nicht pressiert. Der Antrag war vor 20 Monaten im Ausschuss und kommt jetzt hierher. Guten Morgen. Wir debattieren also einen alten Antrag und einen neuen. 14 Monate lang ging es Ihnen nicht darum, für bessere Bildung zu sorgen. Da war die Akte gerade gut, dass sie zu war. Der Antrag Sondervermögen kam jetzt dazu. Zwei dürre Seiten, zwei für 100 Milliarden Euro. Und so nebenbei drei Grundgesetzänderungen. Wie unseriös ist das denn? Wir haben es mit einem reinen Schauantrag zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit politischer PR und natürlich auch en passant mit einer Abrechnung mit dem Bundeswehrvermögen. Sie waren gegen die Entscheidung, die Bundeswehr besser auszustatten, und die AfD auch. Glückwunsch, es findet sich zusammen, was zusammengehört. Aber jetzt aufzufordern, dass wir doch bitte ein Sonderschuldenprogramm für die Bildung deswegen auflegen müssen, weil wir es für die Bundeswehr getan haben, ist ziemlich absurd. Und im Übrigen sollten Sie auch mal zeigen, dass Ihr Antrag das Problem löst, das ja zweifelsohne vorhanden ist. Welchen Wert hat es, Zentralisierung
der Wegfall des Kooperationsverbots, welchen Wert hat es für die Verbesserung der Lage im Bildungsbereich? Diesen Beweis bleiben Sie schuldig. Im Übrigen ist die Finanzlage des Bundes deutlich schlechter als die der Länder. Und wir halten gar nichts davon, die Bundeswehr und die Bildung gegeneinander auszuspielen. Beides muss verbessert werden, beides. Durch wen? Für die Bundeswehr ist der Bund alleine zuständig. Das ist wichtig. Bei der Bildung ist es anders. Es müssen alle zuständigen Ebenen ins Boot geholt werden. Und jetzt ist schon die Frage, wenn ich Partner brauche, wie ich mit denen umgehe. Wenn ich die vorzugsweise und ihre bisherigen Leistungen so ausführlich verprügle und niedermache, dann sind die vielleicht gar nicht so sehr bereit, mit uns zu kooperieren, mit dem Bund. Also ich muss sagen, die Art und Weise, wie wir mit dem Problem umgehen und wie wir mit Partnern umgehen, lässt mich wirklich sprachlos zurück. Ich glaube nicht, dass es Mehrheiten gibt, übrigens auch nicht Mehrheiten in Thüringen für diese Verfassungsreform, dass der thüringische Kultusminister die Hosen runtergelassen hat, den Offenbarungseid geleistet hat, das ist deutlich sichtbar. Aber es kann doch nicht sein, dass der Bund für alle Probleme einspringen muss, die sich am Wegesrand auftun. Ich möchte, dass wir seriöse Politik machen. Sie spielen Spielchen und das Problem dabei ist, das kann man ja machen, das Problem aber ist, dass Sie ganz viele Menschen auf eine falsche Fährte führen. Sie tun so, als ob damit das Problem gelöst werde. Und die Menschen draußen, die glauben das auch. Und das ist der Fehler. Und deswegen möchte ich all diesen Menschen sagen, bitte glauben Sie es nicht. Der linke Antrag, ein Sondervermögen Bildung, löst kein einziges unserer Probleme. Wenn man sich damit befasst, haben wir eine demografische Veränderung. Die demografische Veränderung, dass überall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, dass wir einen Leistungsausbau haben an der Kita ab 2027, einen Betreuungsausbau. All das müssen wir jetzt stemmen und müssen wir jetzt auf den Weg bringen, so weit, so gut. Aber taugliche Instrumente dafür haben Sie überhaupt nicht vorgeschlagen. Ich sehe viele Aktivitäten, gerade auch der Länder und der Kommunen. Ich habe in den großen Ferien habe ich meine Kommunen besucht und die Betreuungseinrichtungen, kann nur sagen, großartig, was da gemacht wird, großartig. Und das lasse ich mir im Übrigen auch von niemandem kleinreden. Und wir sollten das auch von niemandem kleinreden lassen. Klar ist, der Bund hat Kompetenzen, die Kompetenzen muss er nutzen, aber dazu braucht es halt auch eine aktive Kultusministerin, eine aktive Bildungsministerin. Und da, glaube ich, ist noch sehr viel Luft nach oben. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Gößle. Und der nächste Redner in dieser Debatte um die Bildung, die am Limit ist, laut Linke, spricht nun allerdings SPD-Abgeordneter Erik von Malotki. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wir teilen Ihr Ziel, denn ja, wir brauchen dringend mehr Erzieherinnen und Erzieher im Land. Und ja, wir brauchen mehr Geld im gesamten Bildungssystem. Mit Ihren Anträgen werden wir diese Ziele nicht erreichen, denn sie verbleiben zu sehr im Allgemeinen. Es ist dennoch gut, dass wir hierzu heute sprechen, aber diese Debatte kann nur ein Anfang sein. Ich kenne viele Lehrerinnen und Erzieherinnen, denen ein Sondervermögen Bildung sehr wichtig ist, unter anderem meiner Frau und meiner Schwester. Wir sind es Ihnen schuldig, dass wir einen Weg aufzeigen, der am Ende auch zum Ziel führt. Denn zur Wahrheit gehört, es gibt für ein Sondervermögen Bildung im Deutschen Bundestag aktuell keine parlamentarische Mehrheit. Das Kooperationsverbot macht die Sache nicht leichter, weil die Union jede Änderung blockiert. Gerade deshalb benötigen wir einen guten Plan, mit dem wir gesellschaftliche Mehrheiten für ein Vermögen schaffen können. Wie kann uns dies gelingen? Indem wir zunächst klar machen, wo konkret die Probleme liegen. Was gerade in der frühkindlichen Bildung bremst, ist das bürokratische Gegeneinander und das häufige Kirchturmdenken in den Landeshauptstädten. Kitas sind aber nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern auch Teil der öffentlichen Fürsorge, und das ist auch Bundesverantwortung. Damit wir jedem Kind in Deutschland einen guten Start ins Leben bereiten können, benötigen wir überall im Land mehr Erzieherinnen und Erzieher. Das heißt, wir müssen in jedem Bundesland die Ausbildungskapazitäten ausweiten. Natürlich sind die Bedarfe in den westdeutschen Bundesländern höher, weil wir von niedrigen Betreuungsquoten kommen. Aber auch im Osten müssen wir mit zusätzlichen Erzieherinnen und Erziehern die Qualität der frühkindlichen Bildung verbessern. Wenn Landesregierungen aber glauben, es reicht aus, gerade so den Bedarf für die eigenen Kitas zu decken, ist das eine gravierende Fehleinschätzung. Nicht nur in der Kindertagesbetreuung, sondern auch im Ganztag und in Hilfen zur Erziehung werden in den nächsten Jahren pädagogische Fachkräfte gebraucht. Gut ausgebildete Erzieherinnen
werden sich nicht an Landesgrenzen halten, Bundeslandgrenzen, und das Ringen um diese Fachkräfte wird deutlich mehr zunehmen. Lassen Sie mich deshalb ganz klar sagen, wenn der Bund sich in den kommenden 2 Jahren noch stärker in der frühkindlichen Bildung engagieren soll, müssen die Bundesländer jetzt massiv die Ausbildungskapazitäten ausbauen. Was braucht es dafür? Mehr Fachschulklassen, Ausbau der praxisintegrierten Ausbildung und die Abschaffung von Schulgeld. Und na klar müssen wir mit guten Ausbildungsgehältern die Leute in den Beruf holen. Damit die Fachschulen mehr ausbilden können, benötigen wir mehr Lehrpersonal. Diesen Flaschenhals müssen die Länder endlich beheben. Und wir brauchen eine Entbürokratisierung für Träger, die eigene Schulen gründen wollen. Wenn die Trägerkonzeption für eine Fachschule in einem Bundesland anerkannt wird, sollte dies auch für alle anderen Bundesländer gelten. Weniger Bürokratie, mehr gemeinsames Handeln. Die Bundesländer erwarten mehr finanzielles Engagement des Bundes für die frühkindliche Bildung. Aber wir erwarten dafür von Landesregierungen, dass sie sich nicht mehr hinter dem Föderalismus verstecken und den Fachkräftebedarf im gesamten Land als ihre Verantwortung und Aufgabe annehmen. Das Bundesfamilienministerium erarbeitet aktuell eine Gesamtstrategie zur Fachkräftegewinnung unter Einbeziehung der Länder. In diesem Prozess brauchen wir jetzt eine klare Zusage der Länder, dass die Ausbildungskapazitäten stark erhöht werden. Und wenn es um mehr Geld geht, ist es zu einfach, nur den Bund in die Pflicht zu nehmen. Wir brauchen eine Kraftanstrengung auf allen Ebenen, mit den Kommunen und den Ländern. Und auch Sondervermögen auf Länderebene sind eine Option. Dafür müssen wir aber deutlich machen, was mit dem zusätzlichen Geld passieren soll. Und das ist hier in dem Antrag nicht gelungen. Aus meiner Sicht ist deshalb entscheidend, im Prozess zum Bundesqualitätsentwicklungsgesetz Standards und Bedarfe zu definieren und diese dann mit ausreichend Geld zu untersetzen. Wir haben uns in der Ampel darauf verständigt, ab dem 01.01.2025 bundesweite Qualitätsstandards für die frühkindliche Bildung einzuführen. So können wir alltagsintegrierte Sprachbildung in Kitas stärken, den Erwerb von mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen fördern, den Kinderschutz in den Einrichtungen und mehr digitale Bildung sichern. Aus meiner Sicht benötigen wir auch endlich einen bundeseinheitlichen Mindestpersonalschlüssel zur einheitlichen Berechnung von Krankheit, Urlaub und Weiterbildung. Um einen solchen Qualitätssprung zu finanzieren, kann das Sondervermögen Bildung eine Lösung sein. Das wäre ein konkreter Plan. Aber so wie Sie das hier vorschlagen, brauchen wir jetzt eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Diese Mehrheit gibt es aktuell nicht. Die kann es aber zukünftig geben, wenn wir gemeinsam mit den Familien, der Praxis und der Zivilgesellschaft dafür kämpfen. Ich weiß, dass es gerade für viele Lehrerinnen und Erzieherinnen, die dieser Debatte heute folgen, schmerzhaft ist. Aber wir haben diese Mehrheiten heute noch nicht. Wir müssen sie erst gemeinsam schaffen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Stefan Albany, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, unser Bildungssystem steht vor erheblichen Herausforderungen. Schulen und Kindertagesstätten leiden erheblich unter einem Fachkräftemangel und so manche Bildungseinrichtung ist in einem kritischen Zustand. Hier kommt nun der Antrag der Linken, mehr Geld in das System zu bringen. Klingt super, aber Geld an sich macht noch keine Bildung. Es bedarf der Konzepte. Und da müssen wir mal den Wirkungsgrad dieser Regierung in den Blick nehmen, quasi ein Blick auf das Wumsometer. Was bleibt von den vielen Wumsen und Wümschen denn am Ende übrig in Sachen Bildung? Bildungskonzept, Fehlanzeige. Haushalt trotz Erhöhung in anderen Bereichen, drastische Kürzung im Bildungsbereich. Wumsometer bleibt stumm. Stadtchancenprogramm, da bewegt es sich ein bisschen. Ja, Heureka, es gibt Eckwerte. Guckst du dir aber an, was alles noch kommen muss und was alles noch geeint werden muss, dann wird dir schwummrig. Insofern wird auch das Wumsometer an dieser Stelle wieder schweigen. Insbesondere, wenn am Ende statt 4.000 Schulen nur noch 1.000 Schulen genommen werden. Digitalpakt 2.0, keine Fortschritte der Digitalisierung, außer der kritischen Aussage der Länder, dass das Startchancenprogramm ohne den Digitalpakt 2.0 für sie wenig Sinn macht. Klingt hart, ist es auch und könnte es noch umso mehr werden. BAföG, trotz Diskussionen über Reformen, wurden die Mittel für das BAföG drastisch gekürzt und die Signale sind widersprüchlich. Kommt nun noch eine Reform oder ist es die letzte soziale Projekt gewesen, die Kindergrundsicherung? Wir werden es gewahr.
Auch da bleibt das Wumsometer still. Ich möchte nicht über Wissenschaftszeitvertragsgesetz und Dati und Ähnliches reden, denn das hat mit Bildung nun wirklich an der Stelle erstmal mittelbar nichts zu tun. Insofern erlauben Sie ein Bonmot. Der Grad zwischen geliefert haben und geliefert sein ist ein schmaler. Selbst die funktionierenden Programme in Sachen Bildung wurden eingestampft. Sprachkitas am Ende den Ländern überlassen, qualitätsoffensive Lehrerbildung ersatzlos aus. Angesichts dieser Gesamtbilanz ist die Forderung nach 100 Milliarden Sondervermögen aus meiner Sicht kritisch, denn es fehlt an politischer Führung und in der Forschungs- und Bildungspolitik. Wäre diese Regierung eine Firma, dann würde man sich das Invest dreimal an dieser Stelle überlegen nach dieser Bilanz. Aber implizit haben die Linken ja noch einen anderen Punkt tangiert, nämlich die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich die SPD und ihre Parteivorsitzende in der Bildungspolitik? Denn die hat ja bereits diese Milliarden bereits gefordert. Offensichtlich haben die Forderungen der SPD-Parteivorsitzenden keine Konsequenzen, außer ein paar Schlagzeilen. Was mich am besonders ärgert, und das sei noch an der letzte Satz, ich habe das Bild benommen, Investitionen müssen sich am Ende auch lohnen, weil sie umgesetzt werden. Es sind nicht die Investitionen in die Regierung, es sind die Investitionen in unsere Kinder und die Zukunft. Und da sollte uns alles möglich sein, aber am Ende ohne Umsetzung keinen Wirkungsgrad. Und daran müssen wir arbeiten. Ohne dass sich was ändert, wird sich nichts ändern. Herzlichen Dank. Stefan Albani war das, und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser Debatte. Rednerin ist es Anja Reinalter für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen über Bildung sprechen, das stimmt. Da rennen Sie bei uns wirklich offene Türen ein. Wir müssen über Erzieherinnen und Erzieher reden, das stimmt auch. Und ja, auch hier sehr gut. Absolut. Den richtigen Nerv. Als Berufsschullehrerin war ich viele Jahre in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern tätig. Ich kenne die Lage vor Ort. Ich kenne bestimmt über 100 Einrichtungen und kenne die Arbeitsbelastung, die Sorgen und die Nöte. Und ich habe höchsten Respekt vor dem Beruf und möchte mich an dieser Stelle schon herzlich für alle bedanken, bei allen bedanken, die jeden Tag für Bildung und Betreuung in den Einrichtungen und Schulen stehen. Als Kommunalpolitikerin kenne ich auch die Seite der Träger. Ich kenne die Nöte um den Fachkräftemangel, ich kenne die Nöte um die Räumlichkeiten, um die Gebäudebau und ich kenne aber auch die Nöte um die haushalterischen Mittel in den Kommunen. Auch diese Sorgen müssen wir ernst nehmen und viel, viel öfters darüber sprechen. Und schließlich kenne ich auch als Mutter von drei Kindern und als Pädagogin die Aufgabe, dass unsere Kinder täglich in stressfreien Räumen professionell und zuverlässig von Menschen betreut werden, die sich jeden Morgen auf sie freuen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen diese Sorgen ernst und wir kennen sie. Jetzt liegen hier also zwei Anträge vor. Sie wünschen sich eine schnelle Lösung. Die würde ich mir auch wünschen. Ich teile auch die Problembeschreibung, absolut. Aber die schnelle Lösung ist bestimmt nicht, dass wir eine Grundgesetzänderung machen, denn das ist eine sehr aufwendige und eigentlich total unrealistische Lösung. Und wir haben es eben gehört und auch im Ausschuss gehört, es gibt keine Mehrheiten. Deswegen lehnen wir Ihre Anträge ab. Das ist nicht überraschend. Was auch nicht zielführend ist, ist, wenn man den Beruf permanent so beschreibt, als ob die Belastungen unerträglich sind. Das motiviert niemanden. Das motiviert niemanden, den Beruf zu ergreifen. Ganz im Gegenteil, das schreckt ab. Was wir tun müssen, ist viel mehr zu beschreiben, was dieser Beruf bringt, wie sinnstiftend es ist, mit jungen Menschen zu arbeiten, wie zukunftsorientiert diese Berufe sind und natürlich auch, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Und genau das macht die Ampel mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Die Ampel hat das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht. Wir haben es ja eben detailliert gehört. Wir haben das Aus- und Weiterbildungspaket auf den Weg gebracht, eine Fachkräfteoffensive. Das ist alles bereits auf dem Weg. Die Reform des Aufstiegs-BAföGs ist in der Mache. Und letztendlich machen wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und der Beschleunigung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse den Weg frei für Fachkräfte aus dem Ausland. Die brauchen wir dringend. Und so machen wir weiter. Machen Sie einfach mit. Wir brauchen wirklich alle, um unsere Bildungskraft in Deutschland zu stärken. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Anja Reinalter war das, und das war dann hier auch die letzte Rednerin in dieser Debatte, und damit ist dann jetzt nach dieser Abstimmung auch diese Sitzung des Deutschen Bundestags beendet. Ursprünglich war ja noch eine Aktuelle Stunde geplant, die wurde allerdings zurückgezogen, und das bedeutet hier für uns, dass auch wir hier unsere Übertragung beenden. In der nächsten Woche ist keine Sitzungswoche im Bundestag, allerdings in der darauffolgenden. Und damit gebe ich ab zu meiner Kollegin Tina Dauster im Studio in Bonn.